Nerdball. Moin, moin, ihr Lieben. Ja, die Hamburg European Open sind schon am Laufen. Es sind spannende Spiele am Center Court und auch auf dem M1-Platz. Um so ein Turnier zu organisieren, da braucht man nämlich ganz fleißige Mitarbeiter. Und heute habe ich mir gedacht, werden wir einige dieser Mitarbeiter aufsuchen und ihnen eine Sonnenblume übergeben, damit sie ganz fest strahlen. Danke an den Partner pflanzmich.de. Kommt's mir einfach nach. So, wir gehen jetzt einmal zum Ticketverkauf und schauen mal, ob die da eine schöne Sonnenblume brauchen. Akkreditierung. Hallo, liebe Damen. Ich bin die Überbringerin von einer wunderbaren Sonnenblume für euch, weil es fehlen da irgendwie Pflanzen und ihr braucht doch eine Pflanze. Da hinten sehe ich welche, aber die sind nicht so schön wie diese Sonnenblume. Astrid, darf ich dir die übergeben? Danke. Für das ganze Team. Ja, viel Freude damit. So, wir schauen jetzt mal bei der Turnierdirektorin vorbei. Die freut sich sicher über so eine schöne Sonnenblume. Gehen wir mal ins Büro. Sandra! Darf ich dir eine wunderbare Sonnenblume übergeben? Weil, was da herinnen, da ist nichts. Da ist keine Blume, keine Pflanzen. Und die schaust du dann an und dann geht's dir gut, oder? Danke, ich brauche eine Sonnenblume. Na, schau. Da. Danke. Bitte. So, wir befinden uns jetzt hier im Pressezentrum der Hamburg European Open. Hier sitzen die Journalisten, schreiben ihre Artikel. Da wird auch das Turniermagazin Hawkeye herausgebracht. Da hinten ist der Interviewraum. Aber wir wollen jetzt nach vorne gehen, weil das sind zwei wunderbare Damen, die sich auch eine Sonnenblume verdient haben. Schauen wir jetzt mal hin, ob sie da sind. Was sind sie? Drei Damen. Hallo, ich bin die Überbringerin einer Sonnenblume. Ihr strahlt immer so, ihr lacht immer, seid immer so freundlich. Ihr habt euch eine Sonnenblume verdient. Danke für die ganz tolle Arbeit hier. Bitte schön. Leider sieht man das Strahlen jetzt nicht, aber es ist wirklich so, von einem Ort zum anderen. So, jetzt schauen wir mal beim Players Desk vorbei. Dort können die Spieler ihre Trainingsplätze buchen. Und ja, und die haben sich auch eine Sonnenblume verdient. Hallihallo! Anna, ich bin die Überbringerin einer wunderbaren Sonnenblume. Schau. Das ist für euch da, damit ihr auch immer was zum Lachen habt, wenn ihr dort hinschaut und dass es euch gut geht. Wo stellst du es hin? Ja, wunderbar. Schau, das ist doch schön, oder? Bitte, gerne. Gießen nicht vergessen. So, ich bin jetzt so quasi im höchsten Punkt am Center Court der Hamburg European Open mit einem unglaublich schönen Ausblick auf den Tennisplatz. Und wir marschieren jetzt aber darauf in die Sprecherkabine. Und die Herrschaften da drinnen werden wir jetzt auch mal überraschen. Knock, knock. Meine Herrschaften, hallo! Darf ich euch heute eine Sonnenblume übermitteln, weil ihr braucht hier etwas, das strahlt. Ihr strahlt ja auch, aber das sieht man jetzt momentan nicht. Und ich glaube, das würde diesem Räumchen auch sehr, sehr gut tun. Da willst du sie entgegennehmen, Matthias? Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich will mich im Namen der gesamten Belegschaft bei dir bedanken. Malu, Maike, Olle. Ist es? Wo stehen wir sie? Ja, da oben drauf, oder? Da, ja, wunderbar. Ja. Habt ihr auch Wasser, um diese Pflanze zu gießen? Ja. Sehr gut. Und wir haben alle drei einen grünen Daumen. Ja, super. Ja. Alle drei? Vier oder eins, zwei, drei, vier. Ohne mich so. ist es hier immer so ruhig? Ja. Wahnsinn. Konzentriertes Arbeiten. Konzentriertes Arbeiten. Das sind wirklich Profis ja, hier drin. Das ist schon stressig so. Du hast einen ruhigen Moment, der richtig ist. Ja, das habe ich mir gedacht. Nein, wir werden auch nicht lange aufhalten. Wir sind auch schon wieder weg. Aber viel Spaß damit. Das ist super. Also schön Geschenke, die wir hier bekommen haben. Ja, wir konnten jetzt ein paar Mitarbeiter glücklich machen. Vielen Dank nochmal an pflanzmich und viel Spaß noch euch allen bei den Hamburg European Open. Hamburg European Open.